Hallo, ich habe heute mal wieder ein Nageldesign-Tutorial für euch. Das ist wirklich ziemlich einfach, leicht nachzumachen. Ich habe das alles mal in Echtzeit gelassen, damit ihr auch sehen könnt, wie lange das tatsächlich gedauert hat. Immer nur eine Hand, sonst wäre das Video dann doch ein bisschen viel zu lang. Aber dann kann man das vielleicht ein bisschen abschätzen. Ich arbeite auch nicht besonders schnell, muss ich dazu sagen. Ich lasse mir dann Zeit, damit es auch ordentlich wird. Ich quatsche auch zwischendurch. Man sieht immer in dem Video, dass ich zwischendurch dann mal ein kleines Päuschen mache. Dann habe ich meine Kundin beim Sprechen wahrscheinlich mal zwischendurch angeguckt. Das ist ja auch mal nett, wenn man mal während der Arbeit auch Augenkontakt hat. Okay, also ich habe erstmal an drei Fingern das French aufgetragen. Die anderen beiden kriegen ein anderes Muster. Und ich wollte, weil ich das bei eckigen Nägeln auch ganz schön finde, dass die Smile-Linie weit hochgezogen ist. Das sind jetzt hier Naturnägel. Ich habe eigentlich zu 99% Naturnagelverstärkung. Darum ist das sowieso nicht immer so top einheitlich und top gleichmäßig, wie das bei verlängerten Nägeln ist. Ich muss halt mit den Naturnägeln arbeiten, so wie sie da sind. Aber bei der Länge und bei der geraden Form finde ich das ganz schön, wenn die Smile an den Seiten ein bisschen weiter hochgezogen ist. Ich mache das hier so, dass ich erst mit meinem schrägen Pinsel das French so grob auftrage, damit ich die Höhe schon mal ungefähr habe. Und dann rechts und links mit dem feinen Pinsel, wie man das da sieht, die Seiten hochziehe. Immer erst auf der linken Seite. Dann habe ich für die rechte Seite schon mal einen Ausgangspunkt, wo ich gucken kann, dass es gleichmäßig ist. Und dann pinsel ich da halt gemütlich hin und her so lange, bis mir die Form dann gefällt. Da kann man ja immer nochmal nachkorrigieren. Das ist auch zwischendurch nicht ausgehärtet. Man könnte natürlich theoretisch dann auch zwei Schichten machen und bei der zweiten Schicht die French erst seitlich hochziehen. Das mache ich aber nicht. Also das ist das Polar White von Aretini. Das ist so super deckend und lässt sich so astrein verarbeiten. Da ist Zwischenhärten überhaupt nicht nötig. Jedenfalls ziehe ich mir die Smile halt eben so hoch und nehme dann wieder meinen schrägen French-Pinsel, den ich dafür immer verwende, und ziehe dann die Wurst, die ich da praktisch dann hingelegt habe, wieder so ein bisschen nach unten. Mache dann die Kanten auch nochmal wirklich schön, gucke, dass alles gleichmäßig weiß ist, damit das dann auch alles schön ordentlich glatt ist, bevor es ausgehärtet wird. Und dann kommt es für 2 Minuten in die Lampe. Bei den anderen beiden Fingern ist es jetzt so gedacht, dass das Design, habt ihr ja auch schon in dem Vorschaubild gesehen, auf der einen Seite komplett ist und auf der anderen Seite Schnörkel aufgemalt werden. Damit ich das gut abschätzen kann, wo die Mitte ist und die Linie auch ordentlich gleichmäßig und gerade wird, zeichne ich die auch mit meinem dünnen Pinsel wieder vor. Den Link zu diesen Nail Art Pinseln setze ich euch gerne in die Infobox. Das sind wahrscheinlich nicht haargenau die gleichen wie den ich jetzt habe. Letztendlich ist es aber auch egal. Einfach einen dünnen, feinen Pinsel nehmen, mit dem man gut zurechtkommt. Und der mit dem Gel, mit dem wir arbeitet, gut harmoniert, dass halt kein dicker Tropfen vorne dran ist, dass kein dicker Tropfen runterläuft, dass es aber auch genügend Farbe aufnimmt. Und naja, das weiß man ja selber, mit welchem Pinsel man gut arbeiten kann. Also die Mittellinie ziehen und dann den Rest ausmalen.
Auf die andere Hälfte der beiden ausgemalten Hälften sozusagen kommt jetzt der Kringel. Ich habe dieses Muster schon häufiger gemalt und mache den Kringel auf diesen Nägeln immer gleich, weil das einfach schön aussieht, wenn die dann auch wirklich gleichmäßig sind. Und zwar mache ich dafür ein S und kringel den Bogen des S noch ein bisschen weiter ein, damit das halt ein bisschen mehr verschnörkelt aussieht. Und den unteren Kringel mache ich dann entgegengesetzt da unten dran. Sieht man ja so eigentlich ganz schön. Und das funktioniert immer gut. Das ist immer, wird immer ein schöner Kringel, wenn man den so macht. Der sieht auch super aus. Einfach nur auf dem Nagel, auf einem Fullcover meinetwegen oder mit einer anderen Farbe, auf einem French. Das sieht irgendwie immer gut aus. Wo dann noch große Lücken sind, einen kleinen Punkt rein. Und dann finde ich das total schick. Und wenn man den einmal raus hat, kann man den immer und immer wieder machen. Der passt wirklich überall hin. Da ich ja kein Airbrush habe, behelfe ich mich mit Schwammtechnik, wenn es darum geht, Verläufe zu machen. Das geht meiner Meinung nach mit dem Schwamm und mit dem Auftupfen genauso gut wie mit Airbrush. Man muss es vielleicht ein bisschen üben und sich ein bisschen Mühe geben und vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber der Effekt ist letztendlich ziemlich der gleiche. Also ich habe mir da so ein bisschen Farbe auf das Papier getupft und habe dann mir so ein kleines Eckchen aus dem Kosmetikschwämmchen abgeschnitten und tupft das in die Farbe. Man muss halt gucken, dass man nicht zu viel hat und tupft es dann auf dem Nagel auf und dann kann man damit so einen ganz schönen Verlauf gestalten. Meistens wird die Farbe beim ersten Mal ein bisschen zu dünn und ich tupfe dann gleich noch ein zweites Mal drüber, aber das ist wirklich eine tolle Sache. Nachdem die erste aufgetupfte Schicht ausgehärtet ist, mache ich jetzt noch eine zweite Schicht drüber, nicht komplett, sondern nur so am Rand, damit halt ein Farbverlauf entsteht. Man kann das so dick auftragen, wie man möchte, immer wieder. Und mit dieser Technik lassen sich auch gut Farbverläufe herstellen. Das sieht dann wirklich fast aus wie Airbrush. Für den leichten Bling-Bling-Prinzessinnen-Effekt trage ich dann noch ein bisschen Multicolor-Gel auf. Das ist in diesem Fall von Catherine so ein ganz feines Glitzer-Gel, was ich einfach nur ganz dünn nochmal auf die Flächen aufstreiche, damit so ein bisschen Bling-Bling mit dabei ist. We'll be right back.
Als letzte Schicht kommt das Glanzgel, wie immer. Ich verwende hier wieder das High Gloss von Nail Expert. Und wie man das aufträgt, das wisst ihr ja auf jeden Fall alle. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das kleine Video diesmal in Echtzeit hat euch gefallen, dass man einen guten Eindruck davon bekommt, wie lange das alles so dauert. Wenn ihr Fragen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, jetzt einfach das ganze Teil an unseren Markierungen hier ausrichten. Dann mache ich mir hier nochmal eine kleine Markierung. Und hier eine kleine Markierung und dann schneide ich das einfach ab. Natürlich möglichst gerade, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber so. Das ist jetzt der Reißverschluss.